zeigen, wie sie Werbung selektiv zulassen können, wenn sie es denn möchten. Folgendes Szenario gibt es eigentlich immer öfters. Es gibt eine privat gestaltete Webseite, die grundsätzlich gute Informationen bietet und damit dem Leser wirklich Mehrwert bietet. Ich rede hier allerdings nicht von großen Zeitschriften, sondern eher von kleineren Angeboten, zum Beispiel auch sempervideo.de, obwohl es jetzt hier primär nicht um Sempervideo geht. Die angebotenen Informationen sind grundsätzlich kostenlos und das findet ja jeder Benutzer grundsätzlich auch gut. Jetzt wird aber das Angebot immer beliebter und dadurch werden auch die Kosten immer höher, logischerweise immer teurer. Also fängt der Webmaster an, Werbung auf der Webseite zu schalten. Jetzt ist aber das Problem, dass so ziemlich jeder, zumindest jeder im Firefox und wahrscheinlich gibt es dasselbe im Internet Explorer und auch auf dem Opera, es ist ein Adblocker installiert. Wenn Sie übrigens nur Adblock unter Firefox installiert haben, installieren Sie sich besser Adblock Plus. Warum, wurde bereits in einem anderen Video besprochen. Okay, die Nutzer sehen also die Werbung nicht, der Webmaster bekommt kein Geld, muss die Kosten selber tragen, er verschenkt quasi Geld, damit andere die kostenlosen Informationen erhalten. Auf die Idee dieses Beitrages hat uns ein Aufruf der Partnersite vb-x.org gebracht. Die haben wir nämlich hier unten auf unserer eigenen Webseite per Link erreichbar. Klicken wir mal drauf. Und da gibt es einen Aufruf, in dem der Webmaster, ich gehe jetzt jedenfalls mal davon aus, dass e.costanzo der Webmaster ist, die Leute dazu aufruft, eben den Adblocker zu deaktivieren, weil wohl knapp 1% aller Benutzer, und das ist jetzt wahrscheinlich nicht besonders viel, überhaupt nur die Werbung sehen oder überhaupt eben anklicken. In den weiteren Ausführungen können wir dann natürlich auch lesen, wie es zu diesem Aufruf kommt, und wir sehen eigentlich, was logisch ist, aber was trotzdem nicht unbedingt jedem klar ist, denn hier in den weiteren Begründungen schreibt er: Ich will mal ehrlich sein, ich zitiere das jetzt hier einfach mal, ich kann VB, für mich mache ich das hier nicht. Und da hat er natürlich absolut recht, denn er kann ja VB. Und das, was ich eingangs schon sagte, er hat jetzt hier mehr oder weniger die Arbeit und die Arbeit stellt er eben auch kostenlos zur Verfügung, aber das Angebot kostet ihn halt unterm Strich trotzdem Geld und da will er eben die User quasi aufrufen, dass die sich daran beteiligen. Denn er könnte wahrscheinlich mit demselben Wissen, ich sage jetzt mal als Moderator in einem anderen Board, sich ebenfalls engagieren und hätte dann nicht die Kosten zu tragen. Lange Rede, kurzer Sinn, er hat natürlich absolut recht, es wäre schade, wenn solch ein gutes Board offline gehen würde. Nur weil es gut war, und weil es gut war, hat es eben mehr Traffic angezogen und deswegen hat es besonders viel Geld gekostet. Jetzt haben wir also grundsätzlich das Problem, dass wir gute Webseiten unterstützen wollen, weil wir wollen ja nicht, dass die Webseite offline geht. Aber den Adblocker zu deaktivieren geht natürlich auf der anderen Seite auch nicht, denn wir sind ja nicht nur auf dieser Webseite oder beziehungsweise auf den guten Webseiten, sondern wir sind ja auch auf anderen Webseiten, die uns eben mit Werbung dermaßen vollknallen. Denn die Werbung im Internet hat nicht umsonst, sage ich jetzt mal, einen so schlechten Ruf. Wenn man im TV dasselbe dürfte wie hier im Internet, wo man sich quasi benehmen kann, wie man will, dann hätten wir wahrscheinlich alle paar Minuten Werbung oder im schlimmsten Fall einen halbtransparenten Layer über dem eigentlichen Film. Genau aus diesem Missbrauch, in Anführungsstrichen, ist ja auch die Adblock-Software im Allgemeinen oder der Adblock Plus im Besonderen entstanden, weil die Werbung einfach immer unerträglicher wurde. Schauen wir uns mal die üblichen Verdächtigen an. Auf einer beliebigen Webseite von spiegel.de finde ich zum Beispiel jetzt 5 Anzeigen. Das ist jetzt aber noch nicht unbedingt der tragische Punkt, sondern der tragische Punkt ist, dass hier dann eben alles blinken muss. Wir haben hier oben, sage ich jetzt mal, Eigenwerbung. Da blitzt es und blinkt es. Kann ich zwar, sage ich jetzt mal, ein bisschen ausblenden, indem ich einfach nur die 800er Auflösung fahre, dann sehe ich das hier quasi am Rand hier gar nicht mehr. So, aber wenn ich dann eben runterfahre, jetzt bin ich in der Mitte, dann haben wir hier noch eine Anzeige, dann hier noch eine Anzeige, hier die Lotto-Anzeige oder Tipp24, die blitzt da vor sich her. Und das stört natürlich beim Lesen dann schon ungemein. Deswegen haben wir sie auch mehr oder weniger abgeschaltet mit Adblock Plus. Der Kölner Express macht es nach demselben Prinzip und damit wahrscheinlich so ziemlich alle Webseiten. Hier blinkt es auch. Das dauert nicht lange, da sind die Busse weggefahren und da sind sie wieder. Sehr schön.
So, ansonsten hier noch eine Werbung mitten in dem Text, wobei das ja hier eh alles nur, sage ich jetzt mal, Teaser sind, die auf die eigentlichen Artikel verlinken sollen. Das ist also meiner Meinung nach dann nicht ganz so schlimm. Heise geht da schon einen Schritt weiter, auch fünfmal Werbung, auch mit Blitzen und Blinken. Allerdings ist einer dieser blitzenden Werbebilder mitten im Text, den ich lesen will. Und da stört das doch schon sehr. Ich verstehe da als Privatperson, wenn ich so eine Webseite lese, auch nicht unbedingt den Auftraggeber der Werbung. In diesem Fall ist es jetzt hier, kann man schön sehen, ist es IBM. Während ich den Text versuche zu lesen, blinkt die Grafik im Sekundentakt. Das lässt zumindest bei mir nicht wirklich positive Assoziationen in Bezug auf IBM zu. Und da musste ich mich jetzt schon wirklich zusammenreißen, dass ich diesen Satz nicht noch mit ein paar blumigen Adjektiven verziert habe. Aber immer wenn man glaubt, man hat den Tiefpunkt erreicht, gibt es immer noch jemanden, der einen draufsetzt. Und zwar bin ich über news.google.de, habe ich einfach die erste Headline angeklickt, um mal zu schauen, was andere Zeitungen machen, die ich nicht regelmäßig, sage ich jetzt mal, lese. Und habe ich hier die Märkische Allgemeine gefunden. Und natürlich haben wir hier flashy Werbung überall. Auch an den Seiten wird kräftig geflasht. Partnersuche muss ich auch unbedingt in den Vordergrund stellen.